Okay, und bitte. Warte, ist ja auch zu laut. Warte, ich muss mich erst konzentrieren. Ja, hallo, ich bin es, Jupp Heynckes, und das hinter mir, das, ja, ich denke, das kennen Sie, das ist das eiskalte Gelände des Clubs Bayern München. Mein Hund Kandu, er hat sich entschieden, er hat gesagt, Kovac. Ich habe gesagt, was für ein Quatsch? Hat er gesagt, nein, nicht Quatsch, Kovac. Ja, der FC Bayern, das muss man sagen, der wird jetzt kroatisch. Ich sage nur, die Namen der Spieler müssen geändert werden in Arjen Robic, in Riberac, in Tiagoc, in Alabic und Kimmich und in Vidalic. Und dazu passt natürlich wunderbar der Name Bobic. Ja, der ganze Club wird umbenannt. Das ist aus FC Bayern wird FC Balkan München. Ja, der Brazzo, der hat eine Trainer-Analyse gemacht mit der FC Bayern-App. Und es waren am Ende nur zwei Kandidaten, die in Frage kamen für diesen Posten. Der eine war Niko Kovac und der andere, das war ein Trainer aus der Kreisliga B, aber der kam aus seinem Vertrag nicht raus. Der Kovac, eine Notlösung. Nein, das ist er nicht. Dafür ist er auch wieder nicht gut genug. Der Uli war so verzweifelt, dass er bereits drei Telefonate mit Jürgen Klinsmann geführt hat. Sie lachen. Letzte Woche hat Christoph Daum überraschend abgesagt. Ich denke, dass ich mich über die Verpflichtung von Niko Kovac als Bayern-Trainer freue. Es eröffnet mir die Möglichkeit, ein drittes Mal zurückkommen zu müssen. Ja, ich denke, dass die Nummer mit dem Geburtstag von dem Fahrer von Uli, da muss man sagen, das war selbst mir als sein Freund war das unangenehm, dass er da diese Nummer, dass er da den Geburtstag um die Tischreservierung von den Kovac-Brüdern rumbaut. Da muss man sagen, da fällt mir keine Verteidigung zu ein. Ja, jetzt spielen wir im DFB-Pokal spielen wir jetzt gegen meinen alten Club, gegen Leverkusen. Und da muss ich sagen, dass ich mich da sehr drauf freue, weil das Stadion in Leverkusen, da ist wirklich eine Stimmung wie im Petersdom an Karfreitag. Nur nicht so laut. Stand heute ist, dass Niko Kovac im Sommer neuer Bayern-Trainer wird. Das ist im Moment Fakt. Auf der anderen Seite, man weiß nicht, was in den nächsten Wochen noch passieren wird. Ob er vielleicht in seinem neuen Vertrag auch schon wieder eine Lücke findet. Das kann passieren. Ja, Freunde, Niko Kovac wird neuer Bayern-Trainer. Und nicht nur ich frage mich, ja, sag mal, gab es denn da keinen anderen, den man hätte nehmen können? Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Verpflichtung haltet. Und wird Jupp Heynckes vielleicht neuer Trainer in Frankfurt? Man weiß es nicht. Außerdem den Clip gucken und das Video und Kanal abonnieren. Wir sehen uns.